So, hallo, wir machen weiter bei die Battle Keat. Das letzte Mal haben wir einen sehr, sehr langen Weg hinter uns gelegt und einen sehr kurzen, denn der eine Abschnitt war sehr lang, der andere Abschnitt war sehr kurz. Wir haben ihn zumindest sehr schnell geschafft. Und jetzt geht's weiter nach unten. Juhu! Ich will da nicht hin. Nein, nein. Fünfter Boss. Ach nö. Ich will nicht. Na gut, theoretisch müsste er wieder schwer sein. So, von der Abwechslung her. Ja. Okay. Also, da sind vier Dinger um mich rum. So viel habe ich mitbekommen. Mehr nicht. Ausreichend. Ja, und die schießen... Okay, die schießen ihre Kugeln. Das heißt, ich muss vermutlich alle vier zerstören, wa? Geht das denn? Uah. Okay, das geht. Das geht. Das geht. Ich musste ja nur immer lenken. Ah, verdammt. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel Schuss einer braucht. Naja, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal mit dem, den ich gerade angeschossen habe die ganze Zeit. Und dann gucken wir mal. Und wie ich das so sehe, kann ich die egal wo treffen. Ja, ich treffe die überall. Okay. Der braucht aber ganz schön viel. Ach, immer noch. Und das ist down. Und jetzt wird schneller. Natürlich. Stirb. Stirb. Okay. Okay, dann hier drüben. Komm schon. Oder erstmal hier unten vielleicht. Ist eigentlich egal, wie rum. Ich könnte auch beide. Okay. Der ging schnell. Ist mir recht. Der ging noch schneller als der Drache, ne? Der ging noch schneller als der Drache. Ja. 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 Ich bin perplex. Ich dachte so, jetzt kommt der nächste Stundenpart. Nö. Tut er nicht. Okay. Gut. Walljump? Double Jump. Nein! Die Begeisterung ist direkt verschwunden, denn ich muss den Weg zurückgehen, den ich hergekommen bin. Wir haben jetzt also einen Double Jump, das heißt, wir wissen im normalen Spiel, wo es weitergeht und... Okay, den unteren kriegen wir weg. Dann müssen wir uns nur noch um die zwei oberen kümmern. So. Das da oben ist... Ja, das ist kein Ding. Nee, das ist kein Ding. Das ist auch kein Ding. Das ist auch kein Ding. Kann ich mich hier auch immer ein bisschen fallen lassen, dann geht das auch. Okay, das ist auch überhaupt kein Ding. Zur Sicherheit töte ich den auch noch. Die Muschel da oben können ein bisschen problematisch werden. Und vor allem er hier. Oh, wie mache ich ihn denn? Am besten hier drüben von hier drüben aus oder so. Ach, ich muss ja stehen bleiben. Okay, geht sogar. Hier ist gar keine Muschel. Wo war denn die Muschel? Ich dachte, da war eine Muschel oben. Na gut. War hier jetzt irgendwas? Ne, hier waren die. War hier irgendwas? Hier waren die. Kann ich aber auch problemlos durch. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das war der einzige Raum, ne? Und jetzt... Ja, wir haben's.
Nein! Der letzte Raum und es sind diese Sterne gewesen. Schnell. Nein, 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 nochmal raus. Komm schon. Alter, das läuft gerade, ne? Das läuft gerade viel zu gut. Alter, das läuft gerade viel zu gut. Das läuft gerade viel zu gut. Das wird gleich sowas von schief gehen hier. Überall. Nein. Ich muss dich töten, bevor du schießt. Oh, wieso bin ich... war das dumm. War das dämlich. Ich sag dazu nichts. Nein. Springen sollte ich in der Ecke schon noch. Alter, aber mir, also das mit dem Boss, das will mir nicht. Das war der echt so einfach? War der echt so einfach? Ich meine, das geht doch nicht. Das ist doch, das passt doch nicht zum Spiel. So ein einfacher Boss. Ich beschwere mich nicht, um Gottes Willen, ne? Also, es klingt zwar so, aber ich beschwere mich natürlich nicht. Ich bin froh. Wohin, wohin, wohin? Okay. Hier kann ich. Oh, das wird blöd. Das machen wir so, ja. Ja, das machen wir so. Super. Gut, das Viech da ist kein Ding. So, dich erledigen ist auch kein Ding. Was kam danach? Dann kamen die zwei von oben. Hm, genau, ich erinnere mich. Die da hier und dann haben wir's. Ah! Ärgerlich, wir hätten's gehabt. Scheiße. Wir hätten's. Nee, nicht ganz. Dann kommen noch die zwei. Ja, dann kommen noch die zwei Feuerviecher und dann sind wir zurück. Ja. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Das war, glaube ich, das war es so gut wie geschafft. Ich glaube wirklich, das war jetzt so gut wie geschafft. Naja. Schaffen wir aber nochmal, ist jetzt nicht so schwer gewesen. Hoffe ich. Ich hoffe, ich hatte nicht nur... Entschuldigung, Gott. Ich hoffe, ich hatte nicht nur Glück. Aber es kam mir eigentlich recht einfach vor. Schnell durch, schnell durch. Genau, und dann sind wir hier. Und dann haben wir es ja schon wieder. Okay, es war wirklich einfach. Es kam mir nicht nur so vor, es war es auch. Fisch! Und jetzt sind wir schon wieder hier. Ich renne durch. Fast. Fast. Ach, dieser letzte Raum. Vorletzte Raum. Naja, wir kommen da aber sehr schnell hin. Also muss ich schon sagen, ich bin begeistert, wie schnell das geht. Und das mit dem Boss, das will mir nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. War der so einfach oder hatte ich einfach nur scheißen Dreckglück? Ich verstehe es nicht. Es klingt jetzt, als ob ich mich beschweren würde, dass ich den Boss geschafft habe. Aber ich beschwere mich nicht. Ich freue mich wie Sau. Aber ich verstehe es halt trotzdem nicht. Huch. Ach. So. So. Einfach durch. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und wir sind schon wieder hier. Ach, ist das super. Das läuft perfekt hier. Das, also besser kann das gar nicht laufen. Und runter. Das geht ja auch. Und du weg. Du weg. Ah, naja, gut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Mein Gott. Ja, leck mich. Ach, doof, dass ich das alles nochmal machen muss. Das ist so einfach gerade.
Das ist so einfach gerade und ich stelle mich wieder so an. Dieser Boss, ey, ich raff das nicht. Warum war das so einfach? Oder war er, wie gesagt, nicht einfach und ich hatte nur Glück? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Da war ja jeder Mega Man Boss schwerer. Fast jeder. Ups. Apropos Mega Man, da müssen wir auch irgendwann mal mit 7. Könnten wir eigentlich nach Battle Kit machen? Könnten wir eigentlich nach Battle Kit machen? Oh oh. Oh, das geht sogar. Ups. Doppelsprung vergessen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr sonst immer Mega Man geguckt habt, oder auch so, wenn ihr mal Mega Man gucken wollt, falls ihr es noch nicht geguckt habt bei mir, in die Kommentare schreiben, ob ihr nach Battle Kit Mega Man 7 haben wollt. Das steht auf der Agenda auf jeden Fall. Irgendwann. Und im Grunde, warum nicht? Ah, auf Anhieb. Uah. So, wir laufen durch und jetzt sind wir schon wieder hier. Und dich töten wir auf Anhieb. Mist. Ah, fast. Ey, soll ich einfach durchlaufen oder? Ich weiß es nicht. Ich will mich auf jeden Fall nicht an diesen scheiß Viechern so lange aufhalten. So was Dämliches. So was Unnötiges vor allem. So was komplett Unnötiges. So, so, so. Dumm. Ach, jetzt komm schon. Das ist so einfach. Ich will mich doch jetzt hier nicht... Ich würde mich hier aufhalten wollen, wenn es schwer wäre. Dann wäre es in Ordnung, sich hier aufzuhalten. Aber so einfach, wie es gerade ist... Ernsthaft. Und ich meine, wir sind in einem Boss-Video. Wir sind in einem Video, in dem wir einen Boss gemacht haben. Und wir... Ja, weiß ich nicht. Wir spielen ganz normal. Als ob es gar keinen Boss gegeben hätte. Der ist einfach so weg gewesen. So flutsch, tschüss. Ich raff das nicht. Ich raff das einfach. Ich werde es auch das ganze Video über nicht raffen. Da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. Ich werde das ganze Video über nicht raffen, dass der Boss so einfach war. Wow. Das war dumm. Ach, das gibt's doch nicht. Habe ich zu bald geschossen oder was? Geht das auch? Das war dumm. Und dann haben wir ja noch den Raum mit diesen Schussviechern. Und dann haben wir es aber. Und ich hoffe jetzt mal, der Raum mit den Schussviechern, also mit denen, die immer drei schießen, der sollte nicht so das Problem sein. Naja, wir werden sehen. So. Den haben wir wieder, den haben wir wieder. Jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder in den Raum, weil den hier, in dem Raum können wir nichts falsch machen. Also wirklich nicht. Also wir können natürlich schon was falsch machen, aber wir machen hier nichts falsch. Hier machen wir auch nichts falsch. Und da sind wir schon wieder. Und wieder krieg ich es nicht auf die Reihe. Och, komm schon, das gibt's doch nicht. Es ist so einfach. Es ist wirklich so Baby einfach nur. Das kann echt... Oh Gott, war das doof! Das kann echt nicht sein, dass ich das jetzt nicht hinkrieg. Es ist so einfach. Habe ich schon erwähnt, dass es einfach ist? Na komm. Danke. Wie gesagt, das Problem wird eher der Raum danach. Weil den weiß ich noch nicht, den kenne ich noch nicht. Ich kenne ihn, aber halt nicht von der anderen Seite. Ich weiß, dass oben in der Mitte ist so ein Vieh. Und unten in der Mitte ist so ein Vieh. Es wird schief gehen. Ich weiß genau, dass es schief gehen wird. So, wir laufen jetzt durch. Keine gute Idee. Hab gerade beschlossen, es ist keine gute Idee, da durchzulaufen. Fragt mich nicht, wie ich darauf komme.
ist so eine Eingebung. Mit diesem Doppelsprung muss ich noch ein bisschen klarkommen. Der ist noch nicht so ganz geläufig. Denn ich kann den auch einsetzen, wenn ich einfach nur falle. Ich muss gar nicht erst davor gesprungen sein. Na, jetzt stirb. Merci, so wie lange nehmen wir auf? Okay. 15 Minuten. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist ein Boss-Part. Es ist ein Part, in dem wir einen Boss gemacht haben. Dumm. Und wir haben zwei Abschnitte geschafft. Mein guter Rückweg war jetzt wirklich sau easy am Anfang. Hier eigentlich ist er auch noch sau easy. Also eigentlich ist es echt gerade dämlich von mir, was ich hier mache. Da fehlen mir eigentlich echt die Worte. Okay, okay. Ich habe ihn zwar nicht erschossen, aber es ging auch so. Stirb. So, und jetzt muss ich mir mal gucken. Wenn ich hier stehen bleibe, kann ich ihn erledigen. Und dann... Ja, das könnte funktionieren. Ich bleibe erst unter dem einen stehen, erledige den ersten. Das ist dann schon mal ein ganz großer Vorteil. Wieso schieße ich auf den? Bin ich dumm. Das ist dann schon mal ein ganz großer Vorteil, wenn der schon mal weg ist. Und dann haben wir erstmal auch eine Taktik für den Raum raus. Und mehr brauchen wir ja nicht als eine Taktik, denn die Taktik funktioniert ja dann immer. So wie in dem Raum hier halt, da fällst du einfach direkt runter, der schießt. Ja, und dann kannst du es knicken, wenn es nicht funktioniert. Dann kannst du den Raum resetten im Prinzip. So wie jetzt gerade. So, super. Der stirbt. Das ist auch so ein... So ein Raum, in dem es ganz einfach ist, die Vorgaben auszuführen. Wenn man nicht dumm wäre, wie der ich. So. Schießen, springen, rüber. Einfach laufen. Warten, hüpfen, schießen, rüber. Nicht in das Viech reinrennen, wäre dumm. Laufen. So, jetzt. Schießen. Und jetzt weg. Du kannst mich mal. Und er hier, jetzt kommt das hier. Ja, ich wusste es. Ich wusste, es geht schief. Ich wusste es. Ganz genau wusste ich es. Aber wir kriegen den Raum jetzt hin. Wir kommen in diesem... In diesem Video komme ich noch komplett zurück. So weit will ich noch spielen. Ja. Doch. So weit möchte ich noch spielen. Definitiv. Und eher gebe ich auch keine Ruhe. Das war dumm. Das war dumm. Aber es geht. Zum Glück gehen die 1 vor. Das war dumm. Oh, es ging aber. So viel dummes Zeug, was ich hier mache. Mensch, Mensch. So, jetzt haben wir hier wieder. Also, wir warten kurz unter ihm. Scheiße. Wir warten kurz unter ihm, dann laufen wir. Dann erledigen wir den hier im Flug. Und jetzt passen wir auf. Und jetzt passen wir auf. Und jetzt haben wir's. Super. Dann konnten wir hier hoch und jetzt kommen wir hier nämlich zurück. Dann kommen wir hier hoch und jetzt kommen wir hier nämlich zurück. Dann war hier der Speicherpunkt. Und das muss, jetzt müssen wir das hier nochmal machen. Das war jetzt ja nicht so schwer. So, dann war hier oben nochmal ein Speicherpunkt. Was war hier eigentlich? Ach, hier war ein neues Gebiet, ne? Hier geht's weiter dann. Aha, wenn wir den Schlüssel 3 haben, ist hier der letzte Boss. Der 6. Gut, haben wir das schon mal rausgefunden. Dann müssen wir... Ach ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo wir hin müssen. So. Wir müssen nämlich jetzt hier drüber, denn das geht jetzt auf einmal. Ne. Erst speichern. Erst gehen wir speichern und dann beenden wir das Video. Den ersten Raum, den wir da gesehen haben, der verspricht böse Dinge.
Verdammt böse Dinge, verspricht er. Und ich glaube auch, da wird er sich dran halten. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war ein interessanter Part, vor allem der Anfang. Ich sage tschüss.